Nein. Der jetzt fängt. Alter. Nee. Ja, das ist keine Koffein drin. Feinster Industriezucker. Oh yeah. Das Methadon des kleinen Mannes. Da ist wirklich Koffein drin. Feinster Spat. Mein Auge juckt. Ich habe Smegma-Reste reingeschmiert. Ist wieder reichlich vor uns, ja. Hier steht Rechenschaftspost. Das Paket entspricht den Supra-Bedingungen. Vollzugspost Paulchen. Ein nach unten, Alter. Irgendwas zum Fick. Das ist der Schänder. Was ist das? Und Peter München? Ja, doch, ja, doch. Das Peter München, ja. Vermute ich mal. Ja, doch, doch. Also falls nicht Peter München ist, nur Front Bra. Yeah. Doch, das verfeilte Gesicht. Der Such von gestern nagt noch ein bisschen an mir. Ja. Yeah. 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 Wie geht's dir so? Mir geht's prächtig. Einwandfrei. Mami. Für Max. Hier für dich. Danke, Max. Mit gern Brie. Ui. Ach, Alter. Hier gilt ein G+. Junge, vielen Dank für diesen Mumm. Alter. Sehr geehrter Herr Ostblockson. Danke, dass Sie stets ein Lächeln auf unsere Lippen zaubern. Nebenbei, geiler Löller. Anbei liegt Süßes und Bitteres. Da Sie nunmehr der freiwilligen Suprapflicht zugestimmt haben, entsenden wir Ihnen die gebührende Ausrüstung. Wir hoffen, die Thüringer hat gemundet. Was? Anbei auch wieder etwas Sauermagen mit Rezepten für Ihre Kochformat und etwas von Opas Weißem, da Sie laut eigener Aussagen Ihres Onkels Weißen. Woran Weißen schon früh zu Genüge haben, kennen wir dann. Was? Na, die Wichse des Mannes. Ja. Überdies wollten wir Sie informieren, dass der Schänder ein Bild für Sie in der sogenannten Gesichtspost erhalten hat. Video gleichnamig. Sollten Sie Ihre Anteile dieses Pakets nicht erhalten haben, so wünschen wir dem Paulaner Vollpfosten, dass das große Bild seiner Hackfresse ihm eines Mittwochsabends auf das linke Ei fällt und es zerplatzt. Sollte er es gar nicht entsorgt haben, so soll Peter München sich mit seinem gesamten Gewicht auf sein rechtes Ei konzentriert. Was? Betreffendes Bild für Sie befand sich in einer Aldi-Tüte Süd. Es werden so lange Eichen kommen, bis der Erzfeind in Ihren Videos auftritt. Die nächste Supra kommt bestimmt. Mit freundlicher Präpütium ein glückliches Neujahr, Herr Eichel. Alter, was? Ja, aber diese Rechtschreibfehler überall, der Erzfeind und ach, was weiß ich was. Also, das ist mit einer Schreibmaschine, Junge. Also, ja, das war fürchterlich vorzulesen. Was? Ja, ich weiß. Also, das Bild vom Schänder, warum soll ich das denn haben wollen? Also, ich habe erstmal keinen Platz. Ich habe eigentlich nur Bedarf an ausgestopften Tieren, aber das ist bei ihm gut aufgehoben. Junge, was zum Fick. Aber mit den Eicheln, das gefällt mir. Junge, was ist denn das? Die Corona-Polizei? Das ist ja der ranzigste Hut in. Ja. Das mieft. Junge, Alter. Bitte, sowas, das ist echt nie cool. Also, wenn das benutzt ist, vor allem schon. Junge, hier ist überall Naht. Was soll denn das? Ja, der Tante. Das ist wirklich. Das ist, also, über den Saumagen freue ich mich sehr. Mhm. Ohne Witz, den werde ich jetzt. Sorry. Den werde ich jetzt echt gleich essen. Also, der hat geschmeckt auch. So eine Dose werde ich mir jetzt reinzimmern, weil mein Frühstück waren ein paar Spieße mit Mozzarella und Tomaten. Und davon ist mir die Hälfte runtergefallen. Und ja, danke, das freut mich gerade wirklich, weil das ist genau die Scheiße, die ich mir gerade reinhören will. Das sind mir die Rezepte. Steht bestimmt irgendwas mit Armin Maivis Menschenfleisch oder meiner Oma. Ich wette mein Ei. Der Lohn des Schänders. Mhm. Weiß ich nicht, was ich dazu heißen soll. Das ist wohl das Weiße. Oh nee, Alter. Saumagen nach Art von Helmut Lohl. Ach so, das sind echte Rezepte für den Saumagen. Ich distanziere mich übrigens. Ah, das ist, wenn man selber Saumagen machen will. Was von Helmut Lohl? Helmut Lohl. Das ist interessant, das will ich mir mal zu Gemüte führen. Feinste Eicheln. Tote Oma muss auch dringend gemacht werden. Tote Oma schmeckt. Also, wenn man es frisch. Was war hier drin?
Kippenstümmel. Richtig Kippenstümmel. Junge, das sind hier so Moods. Oh, oder Moods, halt, ja. Aber wenn man tote Oma riecht, das stinkt, das ja nicht. Wirklich. Da ist noch ein Zettel drin. Ja, ich tote Oma, wie lange die gegessen? Es gibt ja, das Bild. Ist irgendwie out, leider. Ja. Eine Eichelspende für die enteichelten Feinde. Schickt mir Eicheln. Alter. Kann ich mir schon sagen, das sind prächtige Eicheln. Aber menschliche Eicheln würden mir mehr gefallen. Junge, der Fokus. Junge, menschliche Eicheln. Dann sind hier da ganz viele Pappröhren drin und so Tannenzweige. Nordmantanne vermutlich. Das stinkt doch. Das Paket ist furchtbar. Junge, oh, ey, geile Lüftung für den Sommer. Oh, nee. Hm. Hätte es mehr Speed? Daimler! Ich denke, was? Dinge, Daimler ist ein geiler. Mit vielen Speed down. Ja, drüber aus. Na, nee! Das ist Opas Weißer, Junge. Geil. Ach, das? Junge, das ist wirklich. Also. Leber? Wurst? Es kommt immer darauf an, die Wurst mal aus Franken. Feine Wurst. Eine Art Schweinefleisch im eigenen Saft zerkleinert. Geil. Das kann sehr gut schmecken, finde ich. Ja. Das ist im Prinzip das Frühstücksfleisch, nur halt. Naja, dass man sieht. Von Opa. Bah! Aber das ist schmackhaft. Also, das setzt schön die Arterien zu. Schön Cholesterin, Henry. Schön reinlöffeln nach. Ja. Guck mal. Wild auf jeden Fall. Warte, hier noch der Dreck. Ja, der Schnodder. Das ist der massivste Saumagen-Autismus, Alter. Vielen Dank für dieses sehr wilde Paket. Junge, dieser Fokus, ich fick ihn. Nee, das sieht clean aus. Aber der Schein trügt. Es raschelt. Das riecht nach Rauch, auch bestialisch, Alter. Ey, also wirklich, ich bin so froh, dass ich nicht rauche. Wenn ja, dein Haushalt so stinkt, Alter. Ja, das kriegst du ja nicht mehr mit. Boah, das ist wirklich brutal. Ja. So ist es wohl. Boah. Da kommt wirklich ein unfassbarer Gestank raus, Alter. Boah. Das ist schon eingelöst. Beim Nintendo eShop. So ist es geil. Aber ich geb's dann trotzdem nochmal ein. Ja, vor die Zeit, ja. Restbetrag. Schön. Erdnussbutter. Da hat schon mal jemand die Erdnussbutter nicht gemundet. Nee. Die reinstecken und das von Schäferhunden sauber. Ja. Egal. Gorillaglas. Toblerone angenagt. Da wird Toblerone. Was soll denn die Kacke? Oreo, Milke. Oreo. Das ist schon 12, da ist trotzdem noch zu snacken. Ein Feuerzeug mit einem Pferd und einer Katze, das ist sehr beängstigend. Ja. Juist. Eine völlig vergammelte Maske. Was soll denn das? Aber wirklich, das stinkt. Das ist ja wie ein Aschenbecher und Achso, ja, hier ist auch ein Aschenbecher drin. Voll die Deibe. Hi Max, nachträglich frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr, du Hund. Liebe Grüße aus Wuppertal. Ja, das erklärt einiges. Furchtbar, einfach lieblos. Das naja. Ist wirklich gottloser Dünnschiss. Naja, gut. Eine Grüße zurück. Das ist wirklich. Das wurde scheinbar falsch zugestellt. Das gehört bestimmt zum Schänder eigentlich. Das ist wirklich. Das wirklich, das riecht man ja nicht mehr, wenn man so drauf ist. Das ist unter aller Kanone, irgendwie kommt direkt eine Münze entgegen. Aber 50 Slotty? Nee, Stotinki. Das ist Stotinki. Ist das hier Kroatien? Blagaria. Blagaria? Bulgarien, also Bulgarien? Nee, nicht Bulgaria. Doch, Stotinki? Ich glaube, das ist Bulgarien. Blagaria. Blagaria. Weißrussland? Ja, Rubel ist es nicht. Glaube ich, oder? Stotinki, ist das denn das die Zenz vom Rubel? Ja, die fragen mal Google. Ja, guck mal, wer das ist. Stotinki.
Bulgarien? Bulgarien ist auf keinen Fall. Doch, Bulgarien. Ein Lev Bulgarien. Stotinki? Aber auf der Rückseite steht nicht Bulgarien. Das ist ein B und das ist ein A. Die haben eine andere Schrift. Die haben nicht kyrillisch. Ach so. Die haben. Ja, ist doch okay. Was haben die? Man lernt nie aus. Ja. Bulgarien, wie ist das? Schrift. Sprache. Doch, die haben doch kyrillisch. Die reden. Anders. Okay, auch keine Ahnung, gut, aber. What? Ich schreibe Bulgarien, wer? Wusste gar nicht, dass die kyrillisch. Es ist Münzgeld. Es ist ein Münzerich. Junge, völlig verranzte Mäuse. Alter. Bitte kein. Ja, doch, hier, guck mal. Mensch, Henry. Oh nee. Bulgarische Werbung. Wild. Und das Pferd. Die Mäuse stehen. Riechst gut. Danke. Junge, eine Douglas-Münze. Nee. Eine Douglas-Kara. Direkt mit den Münzen. Wie du aber auch dich nicht bewegst, sondern einfach auf dich ablegst. Das ist so schön. Na, die werde ich behalten. Genieß es, bra. Lion Series? Nee. 29. Nee. Kommt in deine Box mit dem. Mr. Diabetes würde ich schon verspeisen. Ah, da. Ökotex. Deutsche Post? Alter, was? Yeah. Größe M. Mhm. Ja? Ja, gell. Genieß es. Hab ich auch nicht. Nochmal Größe M. Oh, nee. Wenn ich unter den Arbeitskollegen verfehle. Geil. Größe M. Das ist ein Geier. Der Eiergeier. Oh, Junge. Ein zerbrochenes Shisha-Mundstück. Guck mal. Oh, nein. Ja, gut. Nee. Junge, diese Leergutflasche ist vollkommen zernichtet. So, mit dem Mats, ihr Schluckköpf. Alter, diese Webcam. Alter, die ist völlig kurz geschmiert. Oh, ist das eklig. Also, hier sind Glasscherben drin. Das ramm ich in den Wanst. Kappe. Das ist auch eklig. Vorsichtig erwähnen wir hier. Noch ein Münzerich. Bundesrepublik Deutschland, 50 Pfennig. Katzenkacke hier, Alter. Von 91. 50 Pfennig. Pfennig. 50 Pfennig, ja. Ja, da ran. Du musst ja jahrelang gelegen haben. Pudding. Pudding. Ja, Tron Turtenguss. 2011. Alter. Bro. Auch wenn sowas gefühlt nicht ablaufen kann, aber. Krank, Alter. Das ist widerlich. 20 Grashi, ey, der wird zeitnah in Polen wieder eingekauft. 2013 abgelaufen, Junge. Grashi. Wahnsinn, Wahnsinn. 2 Biu. Oh, wer lagert sowas? Apfelschmandkuchen. 100 Lire. Das ist doch türkisch, oder? Lira? Yeah. Automatiksysteme Karlsruhe. Alter. Guter Spritzgebäck. Hm. 2015 abgelaufen, Alter. Das kommt alles in die Kiste, in die Sammlung. Das ist wirklich Relikte. So, jetzt habe ich hier noch die eine oder andere. Oh, Vorsicht, habe ich fast geschnitten hier. Okay. Zahlreiche Münzen. Münzen. Oh, ein Slotty. Yeah, der wird aber sowas von dir entrissen. 50 Kurus. Das ist auch türkisch. Nee, Kurutzen. Kurus. Elisabeth. Ist der Fett. Oh, kanadische 25. Geil, die werden wir gefühlt nie brauchen. Vielen Dank für dieses wahnsinnige 50 Schroten. Paket auf jeden Fall. 50 Schroten. 50 Schroten. Türkei! Ein Lirasi. Ein Lorolo. 20 Schuhe. Ein Lolo Rosso. Ja. Lolo. Ein Shot ohne Pfand. Ah, ne, oder Pfand. Ah, so ein Club hier. Junge, diese Sammlung.
Junge, Plus. Kennst du noch Plus? Das ist lange her. Ist jetzt Penny, oder? Nee, Netto. Netto? Netto hat Tengelmann aufgekauft. Tengelmann. Tengelmann. Dingel, 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 dingel. 5.2020, Alter. Kannst du das noch sagen? Kennst du es? Aber Junge, reicht? Junge Henry, das Kreuz. Krass. Das ist sehr altes Geld, gell? Die Windmühle. Oh je, wer sowas trinkt. 2020 abgelaufen. Ja. Yeah. Yeah. Mann, dieses Öffnen macht mich richtig wild. Oh Junge, der gute alte Pflaumenwein. Oh, nee. Das ist auch so ein Klassiker. Der steht seit, da unten bei dir. Seit 5 Jahren, aber jetzt kennt das läuft, den Schnodder. Ja, das einzige Geistvolle hier drin war bisher das Slotty. Alles andere ist giftiger Müll. Slotty. Yeah. Das sind ja auch 25, 20 Cent mittlerweile nur. Mhm. Yeah. Wie nichts wert, aber, yeah. Aber für uns lohnt sich's. Ja. Yeah. Fick das. Fick mal an der richtigen Stelle schon entgemault. Maroschka Melone, Likör mit fruchtigem Aroma. Sonnenreifer Honigmelonen. Nie gesehen, Alter. Ja. Yeah. Oh. Urin. Geiler. Gönn dir Brie. Sie reingerendert. Ausgezeichnet. Immer rein in den hohen Dunkel. Können wir so. Bitte im Video öffnen, gerne gemeinsam mit dem Suprafahrer auspacken. Der ist immer sehr liebevoll und vorsichtig mit. Mit. Ich ruf ihn mal an. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Mit dem Paket Grüße an. Geschäftsmann, Kauf mehr Merch, Süßes, sonst gibt's Hundefutter. Mulm, Grüße an das Jahr 2020. Ich melde mich wegen Ihrer eBay Kleinanzeige. Vielen Mastern. Grüße aus Amazonas Zwischenlager. Fund, Angels, Huhn, Grüße. Brie, bitte nichts Schlimmes sagen, wir sind live. Hier, moin. Achso, auf dem Paket steht, dass ich das mit dir auspacken soll. Genau. Das ist okay, ich wollte schon fragen, ob ich morgen vorbeikommen kann. Naja, du bist ja jetzt da, also... Es wird jetzt ausgepackt, so, mit dir. Ich halt, du bist, ich halt für dich das Messer. So, oder? Und du musst aber dabei was trinken. Ich hab schon getrunken nebenbei. Trinken jetzt, der Mann sagt, es ist trinken. Wie geht's dir, Bre? Gut, ich bin nüchtern. So. Super Fahrrad ausgepackt. Junge, wetten das. Oh nee. Wetten das. Achso, das liest du vor. Ich kann aber nur grillisch. Wetten das maximal von einer Minute mindestens 5 Euro in 1 Cent Stück von einem komplett beklebten 3 Meter langen Klebestreifen ablösen kann. Das da unten kann ich nicht lesen. Vielleicht schaffst du es auch zu einem Guinness World Record. In einer Minute 5 Euro? Nee, das ist unmöglich. Das sind ja 500 Münzen. Das sind ja in der Sekunde 12. Nee, Bullshit. Hier 8 Münzen, ja, aber nee. Das, aber ich probiere es natürlich gerne aus. Ich werde mir alles gierig einstecken. Ach, der Brief, das kannst du nie lesen. Ich sehe erstmal die Kostprobe. Gucken, wie lange ich dauert für 9. Nein! Nee, wie soll denn das gehen? Das ist 5 Euro in einer Minute! Wir sind ja schon mal. Aua! 10 Sekunden? Also, wenn da so eine 2 Euro Münze klebt, alle 20 Münzen, dann ist es kein Problem. Ich bin ein Weltrekord! Nee. So, herzlich Glückwunsch! Mehr Auszeichnungen? Ja. Hey, ich lese vor. Mehr Auszeichnungen, Pokale. Oh, das war knapp, Alter. Ja, ich hab leider vorbeigeschlagen. Oh, Preis und Trophäen. Nächstes Meisterfinger ab! Oh nee, der gute Tisch. Ich hoffe, du freust dich über das Paket. Es warten einige abgelaufene Dinge, etwas Müll und ein personalisierter Siegerpokal mit Farbskala. Ich hoffe, du hast noch genügend Platz im Regal. Ansonsten schickt mehr Regale. Max braucht dringend mehr Preise und mehr Regale. Ich habe aber nicht mehr Wände, also. Das ist leider nicht so einfach, Brie. Hm. Das
bin ich. Ich sehe mich doppelt. Alter, super, guck mal hier. Es wird das Draht gebogen. Für dich? Alter, geil, kann man das entzünden? Nein, wenn nicht. Ich werde es ja aushändigen. Ja, ich komme mal vorbei. Ja. Das ist aber echt schick. Super, cool gemacht. Schön, noch danke an den Künstler. Warte mal, hier ist noch mehr. Warte mal. Chloe, Mensch. Der Knecht. Zuschauer, Alter, mir was, dir mehr zu schicken. Ist das eine Krone, oder? Versteht ihr? Adlersohn. Ach, Adlersohn? Herzberg, also ist schön gemacht, auf jeden Fall. Also. Fand der Angels Logo. Flaschen, eine Skulptur, sein Onkel. Ja. Das ist wilde Kunst. Vielen Sodom und Gomorra auf jeden Fall. Okay. Essig. Junge. Alter. Das kann man bestimmt nie erkennen, aber Essig, also das ist geil. Das ist wirklich was Besonderes, habe ich auch noch nie gesehen. Und Max, ach, das hat sich leider gelöst. Ah, shit. Yeah. Kann man löten? Klöten. Was soll ich jetzt essen? Mehr. Klöte ich jetzt iss. Was soll ich denn essen? Na das. Oh, 60% Schokolade. Rein damit. Mm. Alles andere ist unfreundlich gegenüber unseren Gästen. Das beste Geschenk. Privat. Okay. Wird im Nachhinein geöffnet? Oh, Cookies, die würde ich nehmen. Geht schnell, bra. Geil, und ein Lind. Fett gefressener Sack. Wie geht's rüber? Okay, dann bis okay. Bald. War's das schon? Ja. Oh nee, wieso ist bei mir nie Suft dabei? Ist bei mir der Uni. Das stimmt gar nicht. Immer der Schnauze, was ist da los? Okay, das war ein schönes Gespräch, muss ich sagen. Ja. Diese Skulptur, die wird bei mir massivst einstauben im Regal. Aber das letzte Paket für heute. So. Hodenkrebs! Ist kein Verbrechen. Ich hab echt ein Fass erwartet. Das ist super. Oh nee. Apfelsinen und Zitronenschnitten. Verdammte Minion. Boah, das Vieh wäre jetzt ausgerastet. Alter. Ja, so kann man auch seinen Schmand entsorgen. Spiele von 2001, Junge. Die rote Sau. 3-2-Punch, geil. Mein Wecker, Alter, hör mir bloß mit sowas ab. Paella mit 8. 921. Alter, was ist denn hier? Dein Wecker. Wird das in die Kühe gelagert? Ich möchte damit nichts zu tun haben, das ist gefriergetrockneter Hundekack. Junge, was sind denn das für Sachen? Chicken Breast. Chicken Breast. Und so, das 19 abgelaufen. Die gelber Thunfisch, diese Dose muss 6 Jahre alt sein, locker. Die hält sich ja so 3-4 Jahre. Ja. Was ist denn das? Völlig vergammelter Reis. Reis, ja. Oh, was soll denn das? Oh, nee. Da ist ein völliger Schmand drin. Das ist Käse, Macaroni, Alter. Rasku. Okay, der Thunfischsalat von Saubi Käse noch haltbar. Der auch. Bis 23. 23 auch. Aber die andere Thunfischdose ist ja 19 abge... Junge, weil... Das Soppi hier schmeckt. Ja, das ist gut. Chicken Breast. Oh, bis 24 haltbar. Echt, dann muss es ja auch sein. Chicken Breast in Water. Ja, da eben, ne? Hühnerbrust im Wasser. Hühnerbrust. Das probiere ich jetzt. Zum guten Murk. So, das will ich jetzt gleich probieren, ja. So, vielen Dank für die Hühnerbrust und den Thunfischsalat. Junge Erbsen mit Möhren. 23, geil. Ich habe das alles radioaktiv verstrahlt. Okay, geil. Leberwurst. Landrotwurst.
aus Halberstadt. Grüße nach Halberstadt. 29.01.21. Alter. Das ist da, das, sowas hält sich doch in der. Das hält sich normalerweise 3 Jahre oder so. Geht gar nicht. Das heißt, das steht seit 4-5 Jahren irgendwo rum. Das ist so geil. Oh, Junge, das sind Tiere. Free Dive. Wenn da sogar schon Insekten rauskommen, Alter. Ja, bestimmt aus dem Reis. Alter. Ist mir scheiße, jawohl, die Jacke, das ist einfach nur widerlich. Ja, das stimmt. Es wird gleich entsorgt, das wird der alles. Ja, aber okay. Ich will dieses Huhn kosten. Kostet es, was es will, ist mir scheißegal, Alter. 24, ja. Das muss nicht gekühlt werden, oder? Das ist aus Frankreich. Okay, krass. Hm. Was? Peter Maffays Bikerflighter, Alter? Was ist denn das? Junge! <Okay. lacht> Oh! Jo! Aber ja, riecht halt nach Putenbrust. Ja, guckt euch das mal an, das ist so unfassbar blass. Was hab ich so schön. Hier ist ein Stronghold-Demo drauf. Ich krieg hier keinen verfickten Einfall. Scheiße. Ich will mir schnell eine Gabel. Kannst du in der Zwischenzeit das Spaten bitte vernichten? Späten? Das würde mich sehr freuen, weil ich muss gleich brechen. Junge. Ich sehe schon, das Video endet gleich wieder mit einem Kotzing. Linkin Park, Junge. Ruhe in Frieden, Chester Bennington. Herr der Pilze, bitte. Böse Onkels. Bis 24. Riech nach unten. Ne, Junge, ich will es essen. Ich will nicht nur mal riechen, aber gut. Oh, geil. Oh, Junge, schmeckt gut. Ja? Ja, geil. Ich will mir die Dose mitnehmen. Schmeckt. Schmeckt wie Thunfisch ein bisschen. Ich bin gerade sehr überrascht. Ja. Ja, also ich finde das legitim. Sind hier ganz dicht, Alter. Was denn? Das schmeckt wirklich halt wie Thunfisch und nicht wie Huhn. Ja, deswegen. Tuna. Alter, das schmeckt wie Thunfisch. Wie krank ist das? Das ist absolut, absolut blass. Das schmeckt einfach nie nach Huhn. Das ist krank. Aber. Sony Music Entertainment 91, Alter. Also nee, gut schmeckt es nicht, das ist Bullshit, aber man kann es essen. Also wenn du so deine Proteine unbedingt haben willst, dann so ein bisschen Chili, Pfeffer rein in den Mixer und dann als Shake so exen, okay, aber so essen. Das ist doch wie Frühstücksfleisch, ein bisschen reinrennen oder so. Ein bisschen Kidneybohnen, Mais dazu, ja, da hast du auch einen feinen Salat. Ich glaube, du gehst dir mal nicht an Vitaminmangel zugrunde. Naja, du? Brust in Water. High, aber hier, High Protein. Hochwertigste Proteine. Ideal for Salads, Sandwiches, Pasta and more. More? More. More? More.